über Vision Panorama von Landgrab GmbH. Es gibt kein Fernsehen mehr, nur Übervision ist uns geblieben. Mit ungetesteter, wohlverstandener Alien-Technologie und der auch in der Raumfahrt verwendeten HUD-Technik, HUD, verwandelt Übervision Panorama dein Wohnzimmer in eine audiovisuelle Explosion. Vergnügen beginnt und endet mit Übervision. Übervision. Ja, würde mir ganz gut gefallen, aber noch besser würde mir natürlich der hier gefallen. Standardfernseher Wandsicht, aber da müssen die beiden noch ein bisschen kloppen. Wandfernseher von Medien. Sieht ganz schön scheiße aus eigentlich, aber ich würde mich nicht beschweren. Wie groß ist der? Ach, kann ich gar nicht sehen. So, die beiden haben 1,5, da würde ich sagen, Opas Glotze, na komm, zumindest 27 Zöller muss es sein. In welcher Farbe? Grau? Ja, machen wir lieber das da. Ich glaube, das hier wird's, ne? Mit modischen Weißfarben können wir den vielleicht auch noch hier... Ach, den können wir später anpinseln, glaube ich. Und das Bücherregal müssen... Ich stelle das Ding erstmal hier hin. Das sieht jetzt natürlich nicht so gut aus. Die Lampe. Hier muss überhaupt mal... Pass mal auf. Jetzt kommen wir doch mal ein bisschen zum Wesentlichen hier. Weil wie sieht es denn bei euch überhaupt aus? Ihr wohnt ja wie die Hottentotten. Böden, was haben wir denn da? Flauschefein, einfacher Boden. Möchtest du mehrere identische Bodenfliesen löschen? Oh. Gut, einfacher Boden. Mal gucken, wie das aussieht. Sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus. Ihr müsst ja auch nicht hausen wie die Banausen. Im Schlafzimmer würde ich sagen, bleibt es dunkel, kuschelig. Fliese, Holz... Laminat könnten wir auch legen, aber... Ne, wollen wir Laminat legen? Komm, wir legen Laminat. Aber nicht in diesem Rotton, sondern vielleicht eher so. Ist ja auch ganz schön rot. Vielleicht doch eher so. Das sieht mir zu hölzern aus. Ich bleibe bei dem Rotton. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt hier in der WG, aber wir machen einfach mal ein bisschen Laminat. Und hier müssen wir auch nicht... Diese Operbordüre an der Wand müssen wir auch nicht haben. Ihr wollt ja schließlich auch ein bisschen leben. Was haben wir denn da? Vorschlaghammer, Pipettentool, tralala, Handtool. Ach ja, genau, sowas. Und jetzt hier die Tapete. Ist schon, wie gesagt, Sims ist ein bisschen her bei mir. Da muss ich hier einfach mal gucken. Das sieht noch nicht so geil aus. Haben wir denn da? Das würde schon gehen. Ist aber auch noch nicht so... Das, was ich suche, vielleicht eierschalenfarbend. Das würde schon gehen zum Beispiel. Das sieht eigentlich ganz gut aus, aber ich suche gerade ein bisschen mehr was eierschalenfarbenes, wie es ja so schön heißt. Mit einer kleinen Bordüre. Oder Fußleiste vielleicht sogar. Das ist eine schlichte Wand. Schlicht ist nicht schlecht, aber nicht immer recht. Hahaha. Das ist nicht so geil hier oder sowas hier. Das ist doch genau das Richtige. Gucken wir mal. Wir bleiben mal... Ja, das sieht nicht so geil aus. Das hier... Ich nehme erstmal das hier, ne? Einfach so just for fun. Es sieht zumindest ein bisschen edler aus als der Scheiß vorher. Und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht auch die Möbel in den entsprechenden Farben kriegen. Erstelle einen Stil. Kann man das vielleicht hier mitmachen? Ah, ja. So, da haben wir jetzt da unten... Was ist denn jetzt da unten? Ich versuche das hier gerade mal ranzuholen. Ich habe hier von noch gar keine Ahnung. Schade, dass man nicht sieht, was man da jetzt letzten Endes ändert. Das ist das Unterteil. Das würde ich gerne mehr holzfarben bekommen. Mit einem Hang zum Rötlichen vielleicht, aber nicht lila, sondern wirklich rötlich. So, kann man so anbieten, aber vielleicht gucke ich mal, ob ich da noch... Farbpalette, jawohl, aber vielleicht noch eine Struktur, Plastik und Gummi, dann machen wir lieber Holz. Haben wir hier Holz? Holz. Gucken wir doch mal, was wir da haben. Hallo, Holz? Ist das jetzt Holz oder ist das... Ja, das ist Holz. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen nach Frühstücksbrett aus, das kann man so natürlich nicht lassen. Ich nehme mal lieber was Feineres wie das da und das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen rötlicher... So, und dann vielleicht... Nee, dann doch vielleicht eher bräunlicher. Ja, ist nicht ganz so einfach. Da bräuchte man echt eine Pipette oder sowas. Ach, verdammt. So, und dann vielleicht ein bisschen dunkler.
So kann man das vielleicht lassen. Ich lasse das erstmal so. Wir wollen ja hier nicht zu Perfektionisten ausarten. Um Gottes Willen. So, ach nee, den brauchen wir noch. Dieser Deckenfluter hier kann auch mal weg. Klar wird es jetzt ein bisschen dunkler, aber dafür holen wir uns lieber eine Deckenlampe. Den Fernseher, der ist jetzt nicht wirklich symmetrisch da, aber naja. Die Anrichte hier möchte ich dann gerne auch lieber hier in der Ecke wissen. Ach, die Lampe ist da drauf, auf der Anrichte, na gut. Pass mal auf, ich versuche mal Folgendes. Ich weiß natürlich nicht genau, ob es funktioniert. Nee, egal. Ich mache das mal hiermit und dann mal schauen. Oder hatten wir das... Womit war denn das? Klicken wir uns hier mal ein bisschen durch und dann ein bisschen heller. Und dann vielleicht ein bisschen mehr ins Rötliche. Nee, da. Nee. Ja, das ist schon eher und vielleicht ein bisschen dunkler. Ja, lassen wir das mal so. Passt auf jeden Fall ein bisschen besser. Ist jetzt nicht die super Mega-Einrichtung. Theoretisch, pass mal auf, ich mache mal was anderes. Wie wäre es denn mal in die Richtung? Ein weißes Regal? Ich bin mir nicht so sicher, ob das geil ist. Was haben wir denn hier für Holzapplikationen? Oder Marmor. Daraus kann man doch jetzt Marmor machen eigentlich. Oh, die Herrschaften haben ein teures Marmorregal. Bitteschön, dann lassen wir es eben dabei. Ist ja auch eine WG, da hat man sich das ja alles so zusammengesucht. Und jetzt pass mal auf, ich weiß nicht, ob ich das im Boden jetzt machen kann, während sie da gerade am Schiffen ist. Muss ich natürlich mal gucken, ob das einfach so geht. Auf jeden Fall die Tapete können wir erstmal anders machen. Was haben wir denn da? Fliesen, würde ich sagen. Und haben wir da was Blaues, wäre schön. Oder was haben wir denn da? Täfelung im Klo ist natürlich super. Schimmelt ein bisschen. Nackte Mauern gehen auch. Ich guck mal ganz kurz. Felsen und Stein. Oh, da fällt mir gerade was ein mit Felsen und Stein. Ja, ist noch nicht so richtig, aber... ja, das ist total schön fürs Bad. Das ist richtig natürlich belassen oder sowas. Oder vielleicht... Das ist alles nicht so das... Und was ist das hier? Ach ja, im Wald scheißen. Ist natürlich auch schön. Gucken wir mal durch. Mauereinstellungen. Ach, das sind so ganze Dinger irgendwie. Ja gut, das wollen wir hier nicht. Ich guck mal weiter zurück. Täfelung. Vielleicht finden wir da doch was. Ich suche halt was, was zum Badezimmer passt. Und das muss meiner Meinung nach, es muss natürlich nicht, aber es sollte in diesem Falle blau sein. Und sowas hier. Naja, das sieht aus wie so ein Pulli vom Mathematiklehrer. Das kannst du nicht nehmen. Pass mal auf, nehmen wir mal das Blau hier. Ist doch jetzt auch erstmal egal. Wir wollen uns ja nicht verzetteln. Das machen wir später dann eh anders, wenn wir uns verzetteln wollen. Stein, Mauerboden, Fliesen. Wo sind hier die Fliesen? Da sind die Fliesen. Zack. Huch. Komisch. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Freibad, ne? Aber kann man natürlich eigentlich so lassen. Ich probiere mal das hier. Nee. Und das hier? Nee. Und das hier? Nee. Und das hier? Nee. Haben wir noch irgendwas? Wie wär's denn? Und das hier? Nee. Nee, ich glaube, wir lassen das mal einfach. Das sieht doch hübsch aus. So mit diesem, so ein bisschen, hat so ein bisschen was wie so ein Aquarium, so ein kleines. Und vielleicht, wir haben nur noch 700 Dinger übrig. Da würde ich vielleicht mal die Dusche wegschmeißen. Was ist denn das B hier unten? Okay. Das ist die Lampe. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wir brauchen ja auch noch eine Lampe und fürs Wohnzimmer. Jetzt machen wir aber erstmal ganz kurz eine Dusche. Wo ist hier die Nasszelle? Sanitär. Duschen und Wannen. Das war die Simpeldusche, die wir vorher hatten, ne? Ach du Scheiße, sind die teuer. Okay. Und sonst so.
Ja, nö, hier war nichts. Nö, nö, das ist alles normal. So, und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir natürlich gleich nochmal. So, oder? Na komm, ein paar Akzente darf es ja ruhig haben. Zack. Und zack. So. Haben wir ein komplett blaues Badezimmer. Ist jetzt nicht wunderhübsch, aber na, was soll's. Ist halt ein Designerzimmer, ne? Und das Schlafzimmer lassen wir jetzt erstmal so ranzig. Dann spielen wir jetzt eben erstmal weiter. Zack. Ach nee, wir haben was vergessen. Ja. Später. Ich möchte keinen exotischen... Ja, das wissen wir doch. Lampen, Beleuchtung, Deckenlampen, immer schön, 45, fantastische Hängelampe. Diese einfache Hängelampe taucht deinen Wohnbereich in ein reines, wohltuendes Licht. Hinweis, reines Licht garantiert nicht für eine reine Wohnung, das liegt ganz allein an dir. Hängendes, gleißendes Licht von praktisch und schick. Die einfache Form dieser Lampe lenkt die volle Aufmerksamkeit des Betrachters auf ihr wesentliches Merkmal, den warmen Schein gleißenden Lichtes. Voraussetzung ist natürlich, dass alle anderen Lichter ausgeschaltet sind. Ja, wollen wir hier so einen komischen Analzapfen an die Decke verfrachten? Ich weiß es nicht genau. Sieht jetzt nicht so toll aus. Die Hüttenleuchte, mit der habe ich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Die war mir sonst immer die liebste eigentlich. Und dann können wir die hier hinmachen. Dann haben wir hier einen schön beleuchteten Lesesessel. Man könnte natürlich auch hier eine hinmachen. Überhaupt sollte man viel mehr Lampen haben. Aber naja, gut, die beiden sind ja gerade noch frisch eingezogen in diese WG hier. Und jetzt, was soll's, dann muss er leider erstmal Fernsehen. Und zwar kann ich vielleicht... Ach so, Fernsehen, na gut. Sowieso erstmal duschen da hinten, zack. Meine Badewanne, bin ich Kapitän. Hol meine Badewanne, bin ich Kapitän. Und ich komm nicht mehr so hoch. Gut, das verschiebe ich mal lieber. In meiner Badewanne, da bin ich Kapitänöse. Und sie möchte gerne die Fähigkeit Kampfkunst erlernen. Judo, sage ich mal. So soll es auch sein. Und dann duschen wir mal um 2.25 Uhr. Mann, ich hoffe, die Alte kriegt ihren Biorhythmus wieder auf Reihe. Hien, reiß dich mal zusammen. Was ist denn das mit dir? Warum stehst du nachts auf? Das ist doch nicht normal. Und wo sind die alte Dingens hier hin, die da vorm Haus rumgelungert hat? Und ich frage mich, wieso hier alle Stars sind. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. So, dann guck mal ein bisschen Fernsehen. Mal schauen, was läuft denn da gerade. Ah, natürlich eine romantische Komödie. Wie soll es auch anders sein? Du hast wunderschöne Hände. Ja, ich benutze Palmoliv. Oh, sie benutzt Palmoliv. Knutschi, knutschi. Sarah und Mark in love. Aha, aha. Ach, der hat auch mitgespielt. Ach Mensch, Titelmelodie von Peter Maffay. Na, ist ja ganz grandios. Hallo, Freunde. Ich bin Peter Maffay. Und ich habe eine neue CD aufgenommen. Sie handelt von einer Frau mit einer Salatschüssel auf dem Kopf und einem Mann mit einem kaputten spastischen Arm. Double E Block? Zungenhals, der Film. So, amüsierst du dich denn auch? Hast du Spaß, Mädchen? Ja, sie hat Spaß. Ach, da kommt nur Scheiße im Fernsehen. Kommt hier nicht irgendwie, was weiß ich, Verdachtsfälle oder irgendwas? Kidszone, Gartenspaß, ran in den Herd, Terror-TV, Actionwelt. Natürlich guckt sie Actionwelt, was denn sonst? Erinnert mich irgendwie an Despicable Me. Keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. So, hast du Spaß? Hast du Spaß? Hast du Spaß? Hast du Spaß? Mal gucken, wie sie Spaß hat. Ich will sehen, wie sie Spaß hat.